Hallo, heute möchte ich Ihnen die innovative Slider-Verwaltung für JTL Shop 3 vorstellen. Gestalten Sie individuelle Slider für Ihren Webshop und heben Sie Produkte besonders hervor. Und das ohne komplizierte Designanpassungen vornehmen zu müssen. Wie genau das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Dazu gehen wir in das Admin-Backend des Shops. Hier finden wir unter Darstellung die Slider-Verwaltung. Wir klicken nun auf Slider hinzufügen und können hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Wir geben dem Slider einen internen Namen und aktivieren ihn natürlich. Wir bestimmen, ob der Start der Slides zufällig beginnt und ob es eine Pause gibt, wenn wir mit der Maus darüber fahren. Auch bei der Darstellung haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können auch Thumbnails anzeigen lassen und verschiedene Effekte auswählen, doch dazu kommen wir noch später. Wir können ein Theme für den Slider bestimmen, wählen zum Beispiel Bar aus und auch die Geschwindigkeit verändern. Hierbei ist wichtig natürlich, dass die Pause länger ist als die Animationsgeschwindigkeit. Wir können noch die Sprache und die Kundengruppen bestimmen und auf welcher Seite der Slider angezeigt werden soll. Wir klicken jetzt auf Slides und können hier die einzelnen Komponenten für den Slider anlegen. Dazu wählen wir ein Bild aus, das wir bereits auf den Server hochgeladen haben, können noch einen Titel und einen Text vergeben und auch den Slide verlinken. Dann klicken wir auf Hinzufügen und der erste Slide ist angelegt. Für unseren Slider wählen wir nun noch zwei weitere Bilder aus. Gehen dann auf Zurück und können noch einmal den Slider bearbeiten. Wir möchten zum Beispiel einen anderen Effekt auswählen und entscheiden uns für Fade. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen dann gleich. Wir möchten dann weiterhin noch eine Pause bei einem Mouseover aktivieren und auch die Thumbnails werden aktiviert. Im Shop sehen wir nun unseren angelegten Slider. Beim ersten Slide auch den Titel und den Text. Wir sehen den Effekt, die Bilder gehen ineinander über. Und wir sehen die Thumbnails, die wir auch anklicken können. Und schon erscheint das entsprechende Slide. Klicken wir nun auf unseren ersten Slide, sehen wir, dass auch die Verlinkung funktioniert. In diesem Fall gelangen wir auf eine verlinkte Kategorie. Das war die Slider-Verwaltung. Diese ist in JTL Shop 3.16 standardmäßig integriert. Und hier können Sie gerne alle weiteren Effekte und Möglichkeiten ausprobieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.